Hallihalle, ich und meine Freunde, willkommen zum 9. Part, glaube ich. 9. Part? Ja, der 9. Part, FIFA 13 Karrieremodus. Heute das Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart. Ja. Hoffentlich wird es ein Sieg. Kakao haben die noch. Ja, wir schauen hier mal im Kader, wie es so ist mit der Fitness. Ist alles gut. Machen wir mal statt Pogba Holtby und will mal den Varane ausprobieren. Der kann mal für Dante einspringen. Mal schauen, wie das so funktioniert. Ja. Javi Martinez. Also ich meine, meine Bank ist Weltklasse. Meine Bank. Dante, Pogba, Müller, Shaqiri, Boateng, Mandzukic, Martinez. Ja. Also echt klasse. Da habe ich ein paar hübsche Transfers gemacht. So, spielen wir mal. Stuttgart hat auch verloren gegen Wolfsburg. Allerdings haben die nur ein Tor bekommen. Ja, hoffen wir mal, dass es besser klappt. Es ist ja immer noch auf Weltklasse. Und seit wann spielt Quist bei Stuttgart? Er spielt doch bei Wolfsburg. Naja, vielleicht haben sie ihn ja gekauft. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Oh, dieses Skillspiel, das ist... Hui. Ist das Holtby da unten? Ich mache das selber mit dem Schuss hier. Ah, naja. Weiter geht's. Let's fuck them in the ass. So. Let's go. Konter. Defensiv. Hanik, ich habe schon Hamschick gelesen statt Hanik. Das war gut. Oh je. So ist gut. Sehr schön, sehr schön. Ja, das war... Da hat El Shaarawy irgendwie, ja, blöd gedacht. Harni. Ist einfach der spanische Moderator. Ich glaube, ich muss die deutschen Kollegen wieder mal dahin machen. Nee, nee, nee. Oh, Neuer, was machst du da? Wen? Nimm ihn doch einfach in die Hand. Naja, er traut sich wahrscheinlich nicht mehr so nach dem Spiel gegen, was war's? Was war's denn jetzt nicht Nürnberg? Oh Gott! Gegen wen haben sie denn jetzt 6-1 gewonnen? Nee, nicht Mainz. Hannover, genau, Hannover. Wo er da den Patzer hatte, da. Oh Gott. Ja, das... Was war das denn bitte? Ah, Kompany räumt einfach immer auf da hinten. Oh, diese Fehlpässe die ganze Zeit. Diese Fehlpässe die ganze Zeit. So, kommt jetzt mal ein bisschen. Robben. Oh, er kann nicht mal einen Baller nehmen, der Benzema. Also das war bisher ein kompletter Fehleinkauf. Schaut's euch an. Fehlpass um Fehlpass nacheinander. Oh Gott. Ja. Das ist ja wohl ein Scherz. Ja. Es. Wo ist denn da bitte Kompany? Wo ist denn da bitte Kompany? Hey, ich glaube, wenn ich jetzt die nächsten zwei Spiele verliere, dann stelle ich um auf Profi. Das ist doch ein Scheiß. Ja, sehr schön.
Deine Mutter, Harnik. Ach Gott, ey. Warum hat Varane denn jetzt noch eine gelbe Karte? Er hat ja nichts gemacht. Oh Gott, ey. Das ist ja traurig, wie ich da spiele und wie die stehen da hinten. Das ist ja grottenschlecht. Oh Gott. Oh Gott, ey. Oh Gott. So, jetzt vielleicht. Benzema, komm, renn einfach mal so. Einfach mal rennen. Außenrum rennen. Es ist keiner in der Mitte. Und dann verliert er den Ball. Sauber. Du weißt, wie man den Ball abschirmt. So, komm jetzt. Sehr schön. So, jetzt Ribery. Komm, Ribery. Und Flanke, nein. El Shaarawy. Oh, 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 oh. Oh Gott. Schade. Schade, schade. Okay, ich mach da mal auf ausgeglichen. Ja, das war super. Das war super. Oh, komm, nimm den Ball, Kompanie. Ja, macht's halt, Schweini. Robben. So, jetzt. Robben. Lauf, 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 lauf. Und Flanke. Oh. Okazaki. Oh Gott. Sie laufen einfach durch und ich bekomme den Ball trotzdem nicht abseits. Es war doch abseits. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Dieser Kakao. So, nach vorne mit dem Ding. Warum hat es den Spieler gewechselt? Ich wollte einen hohen Ball in den Lauf da zu Ribery spielen. Oh, das war schlecht, Robben. Geh wieder auf deine Seite mit links da das Zeugs machen. Oi. Und weg. So, jetzt haben wir da rum. Machen wir es mal so. Oh, was für ein Pass. Aber Ribery hat keine Aussau mehr. Aber oh, komm. So, jetzt. Jetzt muss es ein Tor geben. Oh Gott. Ribery. Oh, was machen sie hier? Tiki-Taka. Eine Drehung und ich bin weg. Nee. Ja. Boah. 45. Oh Gott. Oh. Also es ist 1-0 für Stuttgart. Ich hatte meine Chancen, aber die Flanken von Ribery. Naja, Schalke Augsburg 3-0, Wolfsburg Hannover 1-1. So, ich muss jetzt auf Offensiv gehen, wenn ich hier noch was reißen will. Ja, meine lieben Spanier. Ihr labert da die größte Kacke zusammen und niemand versteht's. Trotzdem mögen euch alle. Gehen wir mal so durch. Nee, das nützt nichts. Das ist Quist.
Oh nee. Nee, 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 nee. Oh Gott, ey. Das war schön rausgespielt. Mach was halt so, statt immer die hohen Bälle da in die Mitte. Okay. Probieren wir's mal. Ah, schade. Harnik. Ich gehe wieder auf ausgeglichen. Ist doch ein bisschen offensiv. Ja, sehr schön, Company. So wollen wir das sehen. So, scheißegal, wer da läuft. Robben. Robben. Yes! Arjen Robben. Aber ein sensationeller Pass war das. Ein sensationeller Pass war das. Ach du Scheiße. Sensationell. Oh, ich glaube, es war El Sharabi. Arjen Robben. Ausgleich. Das erste Tor in der Bundesliga. So, komm, jetzt müssen wir hier gleich nachlegen. Oh, jetzt hätte ich laufen können. Ja, das war doch ein bisschen weit weg für einen Kopfball. So, eine Stunde gespielt. 1:1. Also ich denke, der Ausgleich, der war schon ein bisschen verdient jetzt. Aber Stuttgart kommt wieder. Die kommen wieder. Oh, sauber. Oh, jetzt El Sharabi. Hat auch nicht mehr so viele Ausdauer. Aber wir müssen es probieren. Warum ist denn da nicht Benzema zum Ball gegangen? Das frage ich mich jetzt gerade. Oh, Varane, sauber. Oh, rum, rum, rum. Kakao. Nee, 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 nee. Da ist da Vincent. So. Wir drücken mal Pause. Und... ja, Benzema raus. Mandzukic für Robben. Hat zwar ein echt geiles Spiel gemacht, der Robben. Aber ich nehme ihn raus. Und Holtby auch, oder? Holtby hat am wenigsten Ausdauer. Da kommt Pogba. Pogba. Oh Gott. Oh, Varane, komm. Ja, sauber. Oi, oi, oi. So ist schön. Komm jetzt rum. Letzte Aktion wahrscheinlich. Es ist kein Fehlpass. Das ist schon mal gut. Oh, das war aber einer. Oh, da wollte ich gar nicht hinspielen. Company, was machst du da vorne, um Himmels Willen? Alter, jetzt kommen sehr viele Fehlpässe. Oh Gott. Oh Gott. Das sweppen sie sogar im Karrieremodus. Das ist ja unglaublich, im Karrieremodus sweppen sie. Das ist ja unglaublich. Nein, ich glaub's einfach nicht. Nein, ich glaub's einfach nicht. Nee, das ist jetzt ein schlechter Scherz, dass der jetzt mich gesweatet hat. Alter. Das ist ja wohl ein schlechter Scherz. So. Dann machen wir das so. Boah, dieser Sakai, ey. Pogba, ey. Erste Aktion und schon den Ball verloren. So, ich muss jetzt alles nach vorne machen.
Alles nach vorne. Ja, aber weißt du, sie verteidigen da mit 10 Leuten und ich greife hier mit 3 Leuten an. So, jetzt vielleicht. Alaba. Oh. Auch Alaba nützt nichts. Jetzt vielleicht. Nein. War ja klar, dass sie wieder blocken. So, komm jetzt. Oh Mann! Der Pogba ist einfach zu langsam. Hätte ich doch Müller genommen. Mann, das wäre so eine bittere Niederlage. Mann, 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 Mann. Komm, oh Mann! Nee, wehe, jetzt kommt das 3-1. Nee. Was soll das? Dieser Scheiß Kakao Scheiß Stuttgart, ey. Du Hurensohn Nigger, ey. Ist ja wohl ein schlechter Scherz. Was ist denn mit meiner Verteidigung? Habe ich überhaupt noch eine? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich noch eine habe. Hey, das ist so hart auf Weltklasse. Da hast du keine Chance. Vor allem ich nicht. Das Spiel lässt mich ja nie gewinnen. Ich habe in Ultimate, in FIFA keine Chance. Das Spiel lässt mich nicht gewinnen. Und was war das bitte? Wollte ich dahin spielen, Mandzukic? Darum bist du bei mir auf der Bank. So, wenigstens noch ein Tor machen, komm. Ja, mit solchen Pässen macht man keine Tore. Nee, es ist ja wohl ein schlechter Scherz, dieses Spiel. Das sweaten sie. Weißt du, bekommst du Sweaty Goals und wer ist in dir der Beste im Team? Robben. Alter, Schweini, 5,6, Pogba, 5,8. Da haben... Hier bekommst du keine Bewertung von 8 oder 9. Das schaffst du hier nicht. Okazaki, 9,7. Mach mal lieber die Augen auf, du Hurensohn. Nee, es ist ja Schalke 3-0, Wolfsburg, Hannover 1-1. Ach Gott, ey. 2 Spiele, 2 Niederlagen. Es war aus... Das ist ja nicht mal verdient, das 3-1 für Stuttgart. Ist ja nicht mal verdient, die Scheiße hier. Mann, ey. Oh. Akuyaku und der Geschmack des Misserfolgs, ja. Ja. Wo ist Gomez, wenn man ihn braucht? Tja. Da haben sie alle noch abgesagt. Hernandez hat abgesagt, Zabaleta hat abgesagt. Torres verletzt, Leistenbruch. Oi, oi, oi. Venezuela siegreich gegen Rivalen. Ja, ja, alle siegen gegen die Rivalen. Ja. Ach, Mann. Robben ist wenigstens in der... Ah, jetzt sieht man die Vorlage. Wer... Oh, sieht man. Ich bin letzter, jawohl. Bayern München, letzter Platz. Jawohl. So muss es sein. Ja, Spieltag 3 jetzt dann gegen Mainz. Die sind im Mittelfeld. Die haben schon mal gewonnen. Kieran Etherington, mögliche Nationaltrainerposten. Ah, wie Sie sicher wissen, neigt man bei Nationalmannschaften dazu, den Trainer relativ häufig auszuwechseln. Aus diesem Grund sind die nationalen Fußballverbände nahezu ständig auf der Suche nach fähigen Kandidaten. Ich hatte in letzter Zeit mit einigen Verbänden Kontakt und der Name ist dabei mehr als einmal gefallen. Natürlich ist dies erst Ihr erstes Jahr als Trainer. Sie konnten sich noch nicht ausreichend profilieren und werden daher kaum das Interesse der großen Fußballnation wecken. Wenn Sie dennoch schon in dieser Saison erste Schritte auf der internationalen Bühne tun möchten, könnten Sie auch zunächst einmal etwas bescheidener anfangen. Zwar ist noch nichts in trockenen Tüchern, aber folgende Nationalmannschaften könnten Ihnen in naher Zukunft
ein Angebot für diesen Spitzenjob unterbreiten, vorausgesetzt natürlich, dass sie auch weiterhin tadellose Arbeit abliefern. Kolumbien, Irland. Ach nee. Kolumbien, da kann ich da Falcao, Ibarbo. Ja. Ja, das war's für heute. Sehen wir uns morgen wieder. Einen schönen Tag wünsche ich euch noch. Tschüss.